Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Hallo und herzlich willkommen bei Felix HD Games. Ihr habt gerade das Intro hier von Binding of Isaac gesehen, einem neuen Display, was ich jetzt gerade starte. Für die Leute, die nicht verstanden haben, worum es jetzt gerade in dem Intro ging, die Mutter guckt irgendwie so christliches Fernsehen und dann kam halt so eine Stimme aus dem Himmel und die hat ihr halt gesagt, dass der Isaac halt böse ist und vom Teufel besessen ist oder irgendwie sowas. Und der soll halt getötet werden und der ist jetzt quasi in seinen Keller gesprungen. Und da sind halt alle möglichen Monster wie sowas hier. Und das hier ist das Flesh of the Lamb DLC, das hatte ich mir irgendwann mal gekauft und mal angespielt. Und ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, weil ich bin nie wirklich weit gekommen. Und ich habe nur vorgehabt, einmal bis zum Endlevel zu spielen und dann quasi mit dem Spiel aufzuhören. Also bis ich einmal bis zu, ich glaube das heißt Mom oder so, geschafft habe, dann werde ich zumindest mit dem Spiel aufhören. Ich mache das am besten mal mit Maus, weil dann kann ich hier ein bisschen besser zielen. Weil wenn ich mich dann immer schießen muss, wenn ich mich laufe, dann kann ich mich nach unten schießen. Das finde ich um einiges einfacher. Oh, oh. Da habe ich jetzt gerade Shift gedrückt, das war jetzt nicht gerade schlau. Aber ich gehe einfach mal hier in den Raum. Hier sind dann schon die ersten Gegner. Ich mach dann erstmal hier kaputt. Bei dem DLC sind zumindest ein paar weitere Gegner dabei, die sonst im normalen Binding of Isaac nicht drin sind. Ich bin hier auch bei dem Spiel ein ziemlicher Noob, um es zuzugeben. Weil ich es auch relativ wenig bis jetzt gespielt habe. Ich muss nur mal eben was machen. Ja, das ist alles okay. Wupp. Weg. So. Und dann gehen wir mal. Nee, HD. Okay, gehen wir doch hier rein. Und hier. Hier gibt es bestimmte Items, die man halt kaufen kann, aber ich habe hier oben noch kein Geld, deswegen kann ich mir nichts kaufen. Ich weiß nur, dass manchmal was unter diesem Feuer in der Tasche versteckt ist. Aber diesmal ist das zumindest nicht der Fall. Dann gehe ich mal hier weiter. So. Da. Oh. Also, ich glaube, ihr könnt mir das verzeihen, wenn ich mich hier ein bisschen blöd aufführe, weil ich sehr unerfahren mit dem Spiel bin. Ich habe auch schon fast kein Leben mehr. Wow, das war jetzt echt knapp. Das da unten, ist das der Boss? Ich glaube ja, ich will da jetzt nicht hin. Weil ich schon so gut wie tot bin.
Und wenn man stirbt, dann fängt man wieder von vorne an. Ah, ja, wie gesagt, das, da sehen wir es jetzt schon zum ersten Mal, ich bin tot. Und das liegt einfach nur daran, dass ich halt übel der Noob bin in diesem Spiel. Da kannst du leider nichts dran ändern, aber ja. Ah, das war jetzt relativ einfach. Da, soweit ich weiß, da stirbt man, wenn man da reingeht. Deswegen will ich das jetzt nicht machen. Ich gehe dann einfach mal hier rein. Wenn ihr euch gewundert habt, warum in letzter Zeit immer unregelmäßiger Videos kommen, das liegt genau daran, weil ich mich im Moment auf die Schule konzentrieren muss. Und deswegen habe ich nicht so viel Zeit. Okay. Und ja, daran liegt es zumindest. Ich guck mal, wie lange ich schon aufnehme. Ach, 6 Minuten, das geht doch. So, mal gucken, was haben wir denn hier Nettes? Ah, okay, da hätte ich vorhin was bekommen. Ein Herz, okay. HP ab ist das also. Dann geh ich einfach mal hier hin und mach das auch mal kaputt. Weil, wie ihr gerade eben gesehen habt, in dem Code, da war ja halt auch, irgend so eine Bohne oder sowas drin, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Dann gehen wir einfach mal nach hier oben. Ich weiß nicht genau, was dieses Zeichen... Ach so, das ist, keine Ahnung, tot. Ich weiß nicht. Ah, dafür brauche ich einen Schlüssel. Und da ich keinen Schlüssel kriege, muss ich eigentlich zum Bossraum. Ja, ich gehe jetzt einfach mal zum Bossraum. Und soweit ich weiß, habe ich irgendwie immer bis jetzt gegen den gekämpft. Ich habe es irgendwie schon ein paar Mal gespielt. Und es kam immer dieser komische Monstro. Und der springt halt randomly auf bestimmte Stellen hier in der Arena. Und dann wirft er immer so komische Rotzbälle auf mich drauf. Ui. So, und dann mal schnell. Oh. Aua. Und dann mach ich die ja mal kaputt. Oh. Da lass irgendwas drin sein. So. Und dann einmal hier rüber. So. You're going to get down. Ich denke mal, wenn ich den hier besiegt habe, dann werde ich die Episode auch beenden. Dann kann ich nämlich dann quasi jede Episode eine Stage machen. So. Aua, aua. Ich will nicht. Okay, komm. Du musst sterben, mein Freund. Bis jetzt ist es ja relativ einfach. So, jetzt springt er wieder dahin. Ich am besten mir hier auf Seite. So. Ah. Böse. Sieht aus wie so ein Hoden da an meinem Hals, ey. Das ist ja ekelhaft. So, einmal da. Du lässt dich schon sterben. Ah. Und okay, ich habe alles mögliche hier bekommen. Hier ja, diese Herzen, wenn man nicht aufnehmen kann, dann glibbern die nur so rum. Ich nehme jetzt einfach mal hier diesen Jesus Juice. Ich weiß nicht genau, was der bringt. Aber zumindest habe ich jetzt eine Münze und ich denke, ich hoffe mal, dass das ab hier abspeichert. Und ja, hier geht es jetzt in Basement 2 und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Binding of Isaac. Haut rein!